in diesem Video. Springt kein Elch durchs Bild, ist eine Haube offen, geht niemand fischen und pflügt einer Schnee um. Schönen guten Morgen, es ist Sonntag und es gibt neu Schnee. Tür geht schon schön nicht auf. Ein bisschen stark froren. Da haben wir Schnee. Und da hat einer Schnee auf der Trittstufe. Es hat gut was runtergelassen über Nacht noch. Hey Emmy, guten Morgen. Hat's Schnee? Hä? Saugeil. Ja, Morgendusche auch geschafft. Beim Nachbar geht die Fensterli wieder zu, das Fensterli. Und wir genießen jetzt mal den Schnee. Sieht das geil aus, hä? Scheint auch lokal unterschiedlich stark geschneit zu haben. Bei mir ist viel mehr Schnee als beim Timo. So, und wer kommt da jetzt? Ja, ist das nicht die Kamera anlecken? Ist das die Emmy in Zeitlupe? Die freut sich hier wie ein Elch, hä? Springe, Emmy! Na komm, Emmy. Ja, komm. Also man könnte wohl sagen, Emmy hat hier gerade ihren Riesenspaß und schon wieder eine ganz weiße Schnauze. Du bist ein geiler Hund. Kopf. Und die weiße Schnauze. Ja, so stehen wir hier, ne? Ein klein wenig eingeschneit. Das ist echt geil. Ja, und so ein bisschen fühle ich mich hier gerade wie ein Hundebesitzer, ne? Lauf hier auf und ab und Emmy umspringt mich wie ein kleiner Satellit. Und schnuffelt durch die Gegend, wie eine große. Und so ein bisschen unheimlich sieht ja der Wald da aus, ne? So dunkel und grau. Wenn du sie fotografieren willst, musst du auch schnell sein. Ja, das geht nur mit viel Speed. Und immerhin hat es sich gelohnt, Ketten aufzuziehen, weil wir heute, wenn abgefahren wird, die sicherlich auch brauchen bergab. Und das Panorama ist ein bisschen schöner als gestern. Man sieht ein wenig mehr. Ja, sieht nicht hässlich aus hier, ne? Also kann man schon mal hinfahren. Da unten ist noch irgendwo ein See und da in den Bergen Wolken. Ne, und hinter den Wolken Berge. Und wie ihr seht, im Winter kann man ja super hinfahren. Ist einfach nichts los. Sonntagmorgen. Spaziergang. Ich weiß nicht, wann es das zuletzt gab. Das ist schon lange her. Winterlandschaft pur und Emmy hat immer noch genug Power, um mit durch den Schnee zu pflügen. Grandios. Boah, scheiße. Da war es doch etwas tiefer, ne? Hey du, den Flug. Das ist der Schwarz-Weiß-Hund. Schwarz-Weiß. Kommen wir wieder zu geheimen Zeichen, die im Schnee sind. Und wir sagen mal, das ist das Zeichen, dass wir hier nicht weiterlaufen, den Berg hoch, sondern lieber wieder bergrunter, wo es Kaffee gibt. Gute Neuigkeiten. Timo lebt. Er ist wach. Und sein Tournee ist genauso weiß wie unsere, könnte man sagen. Obwohl er ja eigentlich besser isoliert ist. Die linke Seite sieht bei ihm zwar besser aus, aber die sieht bei uns auch besser aus. Rechts der Schnee. Das ist schon vielleicht auch viel von diesem Max-Fan. Das ist nämlich so dieser Bereich. Ja. Dass da die warme Luft wieder abfällt. Nee, aber du hast natürlich da oben das Wasser, was sich bildet, vielleicht das Tauwasser. Weil da oben ist ja wirklich, da haftet ja nicht mal der Schnee. Das ist wirklich. Ja. Ist schon so der Bereich, wo er am meisten runterkommt. Ja, aber er ist ja auch angeschneit. Auf der gesamten Seite. Ja. Ja. Schwer zu sagen. Es ist kalt. Ohne Handschuhe kriegt man kalte Finger. Schneit wieder stärker. Wo sind wir denn?
Es schneit. Ist das geil. Es rüchelt ein bisschen aus der Oskis Heizung mal wieder. Und ich das erste Mal jetzt auf dem Trip. Jens ist auf der Suche nach seinem Motor. Und nach Strom. Denn der Oski will gerade nicht. Die Batterie hat tiefe Ladung, tiefe Spannung. Ja, 5 Jahre. Ja, das ist so die Zeit. Die ist wahrscheinlich älter als 5, die ist wahrscheinlich schon 6 Jahre. Ja, ziemlich sicher. Wie ich das sehe. Machen wir den Plastik hier irgendwo. Aber kein Problem, ich habe ja so ein Powerbacksli dabei. Das schmeißen wir nachher dran. Das ist diesmal auch geladen, nicht so wie damals in Marokko. Und dann müsste Oski eigentlich damit anspringen. So, man könnte jetzt meinen, Timo hat meine Box dahin getan, hat er nicht. Er hält sie nur, weil ich filmen muss. Ich habe sie angebaut. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob es tut. Das Autolicht. Ah jo. So eine Box ist einfach geil. Ein grinsender Danke, Jens. Kai. Bitteschön. Also, egal wie klein dieses Teil auch ist, es liefert genug Saft. Die hat sogar mein 6-Zylinder schon mal befeuert. Echt? Ja. Das müsst ihr sehen. Ein seltenes Bild. Timo liest eine Bedienungsanleitung. Das streiche ich mir, glaube ich, rot im Kalender an. Das hätte jetzt nicht Ding. Bewacht wird er natürlich von Emmy. Was ist denn? Das brauche ich. Und er will seine komischen Ketten aufziehen, die keine Ketten sind. Emmy will, glaube ich, helfen. Was meinst du? Das sind Netze, der Vorteil, viel leichter als Ketten. Oh ja, sehr leicht. Ob das mit Handschuhen geht, Emmy? Ich dachte, die sind feinmaschiger. Hatte da was anderes im Kopf, als du mir davon gestern erzählt hast. Dann haben die da noch auf der Lauffläche so Spike, naja, Metall. Metalldinger, die man weiß nicht, wie lange halten. Das wird jetzt da drüber gezogen wie ein Socken. Überzieher. Socken. Da verdreht sich zumindest kein Kettenglied. Ach Emmy, jetzt muss ich nicht deinen Arsch in die Kamera halten. Gibt wirklich Schöneres. Aber nach Spaß sieht das jetzt auch nicht aus. Ja, also wenn ihr wenig Platz im Radkasten habt, ist das, glaube ich, auch limitierter Spaß. Bei mir zum Beispiel. So, das Auto kurz hochheben, dass du ihn unten auch drum kriegst. Meinst du, dass das gut genug ist? Oh, wissen tue ich ja nicht. Das erste Mal, ne? Es lummelt halt jetzt da ein bisschen rum. Ja, lad ruhig durchs Bild, macht ja nichts. Ja, andere Seite, gleicher Spaß. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vom Fahrkomfort besser sind als Schneeketten, weil sie einfach nicht so rasseln und so Vibrationen geben. Ich wäre mal spannend, das wirklich in einem 1:1-Test zu machen. Timo ist aber noch nicht am Fluchen, also so schlimm ist noch nicht. Nicht so schlimm wie bei mir gestern mit den Ketten, ne? Geht eigentlich ganz cool. Zum ganz Anziehen muss man jetzt Vorfahren wieder stoppen. Das könnte an einem Berg dann ein Problem geben, wenn du nicht durchdrehst beim Anfahren. Da kannst du natürlich das ganze Netz wieder verspulen. Vermutung, ich habe es nicht getestet, also nagelt mich da nicht fest. Ich mache die Dinger nicht schlecht, ich gebe nur meine Gedankengänge hier wieder. So geht das, Jens. Guck mal, der Motor springt ja an. Stopp! Stopp! Das sieht aber schon ein bisschen komisch aus jetzt. Aber wenn das jetzt ordentlich drüber zieht, kriegt das hin. Dran sind die Dinger. Es hat also funktioniert. Ob sie auch dran bleiben, warum nicht? Ja, dann mach doch mal einen Donut jetzt hier. Und um die Dinger geht's. Michelin Easy Grip Evolution Snow Chains Evo 17. Jetzt fährt der Punkt wieder weg. Also hier vorne rechts sind sie eigentlich ganz ordentlich draufgezogen. Ein bisschen unsynchron, hier oben hängen sie ein bisschen zu hoch. So, ein bisschen fummelig war jetzt noch hier in der Mitte das Kreuz befestigen.
aber sonst schaut's gut aus. Testfahrt mit Allrad und Ketten. Jetzt fährt er hier mal ein paar Runden, mal gucken, ob die Dinger drauf bleiben. Geradeaus können sie alle. Die Kurven machen wahrscheinlich eher das Problem. Flügt hier lustig durch den Schnee zu einem Allradler. Bist du zufrieden? Ja, das ist cool. Ja, ich glaube, für dich reicht das mit Allrad. Der Schnee ist natürlich heute auch brutal griffig. Ja, ja. Das ist natürlich es ist kalt und pulverig. Anders wie gestern, so bei null. Ja. Bei dem Matsch. Ja. Das war so eine Schmiere auf der Straße. Das war ja, das sind die übelsten Schneeverhältnisse, die du eigentlich so finden kannst, wenn es halt matschig, schmierig ist. Ratet, was jetzt kommt. Er geht, haut einfach ab, sagt nicht mal mehr Tschüss. Unglaublich. Nochmal seine Kette nachjustieren, die keine Kette ist, sondern ein Netz. So, da ist er. Timo. Geil. Ciao, war geil. Schön. Nächstes Mal wieder. Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschö. Vielleicht sehe ich dich ja eher mal, wie ich ihn wieder sehe. Ja, das kann gut sein, ja. Die Möglichkeit besteht, ja. Komm gut heim. Genau. Und lass dich nicht stressen. Nein, ebenso. Pass auf dein Herz auf. Du an deinen Blutdruck, denk dran. Oh Gott. Überleben. Ich versuche einfach nur weiter zu atmen. Timo, verlässt uns jetzt. Dann komm mal gut runter, Bub. Fahr vorsichtig. Und vergesst die Dinger nicht abzumachen, wenn du unten bist. Ciao. Hat auch eine Hupe, die tut. Wir auch mittlerweile wieder. Super. Abfahrt. Okay, er fährt langsam und vorsichtig. Wie immer. Na, wo sind wir? Kennt ihr diesen Hund? Oder diese Kaffeemaschine? Und Jens hat den Omni ausgepackt, um seine Brötchen zu wärmen. Nein, nicht wirklich. Es ist ein einfacher Topf. Geht auch. Ich hätte das verpasst. Wir sind hier am Kauen und genießen. Das gut gekocht. Und wieso hörst du jetzt auf zu kauen? Das gut gekochte Brötchen. Und den Käse, der auch immer wieder mal beäugt wird von jemandem auf dem Beifahrersitz. Was geht denn hier ab? Der andere kriecht aufs Dach und macht seine Panels frei, um zu gucken, ob Strom reinkommt. Emmy und ich gucken zu. Die Solartasche draußen liefert schon ganze 7 Watt von 100. Läuft. Und vom Dach weht es den Schnee runter. Und schon sind wir bei 16 Watt. Alter Verwalter. Das ist die ja Batterie glüht. Exzess. Stromexzess. Seht ihr das? 33 Watt. Vorhin waren es mal 45. Die kommen jetzt rein. Weil einer aufs Dach gestiegen ist und sauber gemacht hat. Finde ich gut. Sauber Leistung. Wir sind bei Zottel, wieder autark. Kannst bei Zottel weitermachen. Okay. Da sitze ich wieder in Zottel, mal kurz am Rechner und ein wenig am vor mich hinschneiden. Das Video meiner Sitzreinigung. Das ist so gut wie fertig. Draußen immer noch strenger Dauerfrost, minus 6 Grad, echt übel kalt heute. Und ich glaube, ich befreie Zottel mal noch ein bisschen vom Schnee. Sind frische Luft. Mein Nachbar ist nämlich mit seiner Nachbarin weggelaufen. Und wenn ich hier noch ein bisschen Schnee schaufe, kriege ich auch noch was an Bewegung ab heute. Das Gute am Freischaufel diesmal ist, ich habe das große Räumgerät dabei. Hier steht mein langer Besen. Mit dem kommen wir auch besser an abgelegene Stellen ran. Fangen wir mal hier vorne an. Das Zeug ist auch angetaut, deswegen mache ich das jetzt noch weg, bevor es wieder festfriert heute Nacht, wenn es noch kälter wird. Das ist auch super schön. Hier haben wir einen Einhornstachel, geerbt von Timo. Ja, und ich mache mir jetzt mal hier an die Arbeit. Das Werk schafft, vorne rum sauber, Eiszapfen abgemacht auf dem Dach. Ja, seitlich, aber ganz auf dem Dach war ich nicht. So viel Schnee liegt ja nur auch wieder nicht. Und ja, das Wetter macht heute wohl nicht mehr auf. Ich denke, das bleibt so grau. Ich hatte noch auf ein wenig Sonne gehofft für einen Drohnenflug oder sowas. Aber bei der grauen Suppe kommen wieder nur Schwarz-Weiß-Bilder raus. Weiß jetzt nicht, ob das so prickelnd ist.
Ich hab's gesagt, schwarz-weiß. Da war nicht viel Farbe drin, außer im Rheintal. Da ist nämlich kein Schnee. Und für ein bisschen mehr Farbe gucke ich jetzt mal bei Jens vorbei, ob wir noch einen Kaffee trinken oder sowas. Und als Gastgeschenk eine kleine Tüte Smash. Ja, wo war doch? Es gab Smash und Tee. Und jetzt gibt's Abfahrt. Allerdings nicht Abfahrt nach Hause, sondern wir wechseln nochmal hier am Berg den Standort. Da unten gibt's auch noch was Schönes auf P5. Da fahren wir hin und Flauschi ist auch mit dabei. Minus 6 Grad. Sottel läuft. Dann mal los. Minus 6 Grad. Die Fahrzeuge völlig vereist. Aber sie fahren. Ski. Und dann kommen wir hier von dem ungepflügten Weg auf den gepflügten und da ist gepflügt. Und so erreichen wir P5 und der ist auch nicht geräumt. Da geht es noch ein ganzes Stück runter. Mutige vor, Jens macht den Lead und ich ziehe ihn dann raus, wenn er hängt. Viel Glück, Berg runter ist nicht das Problem. Das Schnee ist nicht hoch. Ja. Akkumuliert sich also nicht unterm Auto, aber sie kämpfen. es schert gut. Aber es geht. Das war der erste Test und jetzt fährt er eine Runde. Da ist er unten angekommen. Und jetzt gucken wir mal, ob er wieder hochkommt oder ob er da überwintert. Bisher sieht es gut aus. Er würcht sich da hoch, aber schafft es ziemlich locker in der Spur, die da schon steht. Ich glaube, er hat Spaß. Dünkt mir so. Geht. Geht, fahren wir runter. Gut, dann fahren wir runter. Ja Leute, es muss sich ja auch lohnen, dass wir hier Ketten aufgezogen haben, ne? Und so lohnt sich das auf jeden Fall, denn ohne Ketten machst du hier, glaube ich, keinen Wank hoch. Und wir fahren hier ziemlich entspannt um und um. Das ist problemlos. Was Schneeketten leisten können, ist schon eine geile Sache. Minus 7 Grad. Das wird kalt heute Nacht. Der Flummi ist schon wieder unterwegs mit weißer Schnauze. Die Schneeketten sind noch drauf. Aber immer noch nicht perfekt, bin nicht zufrieden mit. Das ist ein bisschen pfuschig. Aber wir stehen hier super flauschig am Ende des Parkplatzes und haben es kalt. Minus 6, minus 7, ne? Minus 7, ja, ist frisch. Oh Gott, hat einer wieder einen Prügel gefunden. Emil, bist du sicher? Das gibt Beule im Blech. Und hier sind wir übrigens, Lebensraum Voralp. Hier darf man campieren und bivakieren auf ausgezeichneten Plätzen. Fischen darf man hier irgendwie mit irgendwas gegen Geld und ab und zu oder auch nicht. Und zelten darf man hier nicht, aber auf dem Platz, wo wir gerade eben waren. Und hier stehen auch große, vereiste Bäume über kleinen Vans. Und ich freue mich ja schon, da morgen wieder hochzufahren. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Schnee über Nacht. Ich habe es ja heute noch nicht probiert. Genau, ich Weichei. Wer weiß, wir sind tiefer gelegt als du. Und ein paar Meter hier weiter steht man dann vor dem See, den wir gerade eben aus der Luft gesehen haben. Der ist aber zu hoch, das siehst du also praktisch nüt. Man glaubt das ja schier nicht, aber es ist gleich 18 Uhr und so langsam kann man an Essen denken. Und ich habe jetzt die wichtige Aufgabe, diese Würstli so zu bearbeiten in der Pfanne, dass nicht Avanti Dirk schwarz werde. Ja, da liegt die Latte nicht hoch, ne? Das kriege ich hin. Level 5 oder 6 für die Würst, genau richtig. Wir sind auf dem guten Weg. Ich würde mal sagen, die Dinger sind fertig. Ach, du hast dein eigenes. Das Essen wird angerichtet. Werkzeug. Ja, drei Werkzeuge haben wir mitgebracht. Halt. Jo, dann. Da ist noch guter Senf von den Trolls. Wir holen da mal rein. Guten Appetit. Guten Appetit. Ein bisschen Trollsenf da drauf. Dann wählen wir die Kartoffel. Mit Senf. Der Senf ist super. Okay, direkt aus dem Sauerland. Ja, wirklich? Richtig guter Senf. Trollsenf. Kempersenf. Kempersenf.
Saugeil. Bei einem Paket, glaube ich. Oder hat mir jemand mitgebracht? Weiß ich nicht mehr. Darf man nur als Camper essen? Ja. So, jetzt essen wir. Wie ihr seht, ist es ganz schön dunkel. Die Vans stehen hier immer noch prima. Es hat immer noch knappe minus 7 Grad. Und ich frage mich jetzt, wo Jens und Hund hin sind. Ich war noch pinkeln. Sind sie weg? Und ich habe keine Ahnung, wo sie hin sind. Möglicherweise sind sie bergab Richtung See. Sollen wir unser Glück versuchen. Da hinten ist ein Licht und ein blaues Licht. Emmy! Ich bin's! Wir kennen uns! Emmy! Ich bin's! Wir kennen uns! Wir saßen vorhin im gleichen Auto! Eieiei, du! Hüpf, 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 hüpf! Da läuft Jens, ich hab's gefunden und Emmy hat mich nicht gefressen. Schöne Nachtwanderung und also das Paar Augen sieht schon ein bisschen scary aus. Und der blaue Hüpfball, der da immer an den Rand kommt. Da bin ich wieder in Zottel. 22.30 Uhr bald und noch bei Jens gesessen. Die Flasche rumgeleert, da war noch ein Millimeter drin. Und dann noch ein Whisky und alles klein und in Maßen, denn heute ist ja Sonntag. Morgen ist Montag. Morgen Montag fahren wir weiter. Wie es weitergeht, weiß ich allerdings noch nicht genau. Wir müssen nicht zwingend nach Haus. Da müssen wir erst Dienstag hin. Denn es kommt jemand und holt was ab. Und morgen gucken wir mal, wie der Tag so läuft. Erstmal spielen wir Taxi. So, und jetzt gute Nacht. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch Schnee gefällt. Vielen Dank fürs Amazon-Partnerlink verwenden und den PayPal-Support. Geile Sache. Und jetzt gute Nacht. Ciao zusammen.